Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Atomic Heart. Ja, wir haben hier aufgehört. Wir haben hier aufgehört, ja. Und wir müssen jetzt mal gucken, wo es weitergeht. Ja. Willkommen im Maya Plisetskaya Theater. Bitte nehmt eure. Ja, klar, wir unterhalten uns später. Erreiche Ebene 3 haben wir gemacht und jetzt? Jetzt gibt's Hackfleischtag mit Zarka wieder. Achso, das war Ebene 2. Ja, gut, okay. Speichern. Mach auf hier. Wer redet hier? Ballerinas vor der Vorstellung zu konfigurieren und zu warten, war immer eine ziemlich erotische Angelegenheit. Findest du nicht? Unsere prima Ballerina ist noch nicht bereit. Wir müssen ihre Servos kalibrieren. Sie taumelt umher wie eine Stoffpuppe. Ruf den Techniker! Ja, nicht, diese Roboter-Ballerina sind genauso schlimm wie die menschlichen. Ich kann so nicht arbeiten! Okay. Genau so. Okay. Ja, was will er? Holy shit. Sind,
Okay, haben wir zur Kenntnis genommen. Er ist ein Opfer. Das sagen sie alle. Ist okay. Du solltest das nicht tun, Sheriff. Ich wollte doch nur mit meiner Frau glücklich werden. Warst du denn mit deiner nie glücklich? Weißt du überhaupt, was Glück ist? Sehr tiefsinnig, du mieses Arschloch, aber das hilft dir auch nicht weiter. Woher soll ich wissen, ob ich glücklich war oder nicht? Selbst wenn ich es vielleicht gern wüsste. Also, sind alle da? Haben wir die Mädchen? Die Männer sind auch hier. Entschuldigung für die Verspätung. Meine Frau ist krank und ich muss die Kinder abholen. Und... Schon in Ordnung, Konstantin. Setz dich. Ja, danke. Tut mir leid. Also, Genossen, warum habe ich euch alle zu so später Stunde hier versammelt? Wie lange wollen wir das Joch des bourgeoisen Lasters noch in diesen heiligen Hallen der Kunst dulden? Wie lange wird der gierige Despot noch an unseren Nerven zieren und uns wie ein perverser Marionettenspieler kontrollieren? Wie lange werden seine schändlichen Finger... Entschuldigung, da habe ich mich etwas mitreißen lassen. Was ich sagen will, Lastoschkin ist ein Arschloch. Verzeihung. Aber wir können nicht einfach zusehen, Charles, wie unsere Mädchen und auch manche Jungen in bourgeoise Prostituierte verwandelt werden. Petrov ist völlig durchgedreht. Nach einer Analyse von Petrov angesichts der wurde nicht speichern. Mit Larisa Filatova auch, bin ich zu dem gleichen Schluss gekommen. Du hast ihn analysiert? Es ist ein ganz normales Szenario. Er liebt sie, ihre Ansichten entwickeln sich auseinander, sie beendet die Beziehung, er verliert den Verstand. Ich schätze, da ist was dran. Was wird denn hier so aufgeführt? Vorwiegend Ballett. Ein Stück mit dem Titel Herz des Roboters, ein friedliches Atom, war in letzter Zeit besonders beliebt. Zur Feier des Starts von Kollektiv 2.0 ist hier eine Sondervorstellung geplant. Später wird es zu Ehren des ersten Sowjetbürgers im Weltraum noch Stücke geben, die im Weltraum spielen. Das sehen wir dann. Im Moment herrscht hier das reinste Chaos. Sag mal, sind die Ballerinas hier... Die Robosexualität ist bei der sowjetischen Elite ein sehr beliebtes Thema. Robosexualität Interessen... Musste ich kurz cutten. Also ich bin nicht weitergegangen. Ich bin nur einfach rausgegangen. Also alles gut. Ich hasse Ballett, aufgeblasene Kunstkritiker, Arbeit nach Termin und dieses blöde System. Lächeln, arbeiten und immer schön nicken. Hoffentlich ist es bald vorbei. Was, magst du die Sowjetgesellschaft etwa nicht? Ich mag es nicht, wenn Leute glücklich sind, weil jemand von oben es ihnen befohlen hat. Alles klar.
Ist das denn nicht das Ziel? Dass alle glücklich sind? Das ist sehr einseitig gedacht. Glück ist ein einzigartiges, handgefertigtes Produkt. Jedes ein persönliches Meisterwerk. Das kann nicht in Serie hergestellt werden. Auch nicht in Anlage 3826. Ich bin etwas überrascht, das von einer Barfrau zu hören. Noch mehr einseitiges Denken. So. Gehen wir hier rein. Oh. Alter, warum kann ich denn das Schloss wechseln, wenn nur ein Schloss da ist? Was ist das denn für Müll? Meine Güte. Er ist komplett ausgerastet. Er ist komplett fertig mit der Welt. Schön looten. Alles einsaugen. Roboter. Nur mit M. Der Elektriker ist der Einzige, der den Tod für diese Tür kennt. Dann bist du also der Elektriker? Nein, aber wenn du Vasilic findest, erledige ihn wie einen Scheißköter, hörst du? Töte diesen Hurensohn von Intelligenzler! Mhm. Ja, mach ich, sobald er mir den Code gegeben hat. Er faselt ständig was von Elektrizität. Du wirst ihn schon erkennen. Mhm. Okay, Brudi. Da liegt auch einer. Verdammt, der Elektriker ist der Einzige, der den Code für diese Tür kennt. Wo kann ich ihn denn finden? Wenn ich das wüsste! Verdammt, der Elektriker ist der Einzige, der den Code für diese Tür kennt! Und wie hat's dich erwischt, Mutanten? Stromschlag, verdammt! Zumindest siehst du dir die Radieschen nicht von unten an. Ha, gutes Argument! Was ist jetzt mit dem Code? Such nach Vasilic! Er hat der Garderobenfrau den Hof gemacht! Und das, obwohl sie ein Roboter ist. Der mag Roboter. So sind Elektriker wohl. Hm. Alles klar. Da waren wir ja hier irgendwo, ne? Aber gut. Dann beende ich mal die Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.